Ja, hallo und willkommen mal wieder zu einem Video von mir. Da es euch wahrscheinlich geht wie mir und ihr erstmal genug Horror- und Halloween-Make-up-Tutorials für die nächsten 100 Jahre in dem letzten Monat gesehen habt, habe ich euch heute mal was anderes abgedreht. Und zwar, wie ihr im Titel ja schon gelesen habt, meine Schminksammlung und Make-up-Aufbewahrung so ein bisschen. Und ich habe schon einiges, deswegen ist das Video auch leider ein bisschen länger geworden. Aber ich fülle keine Kommode und auch keinen Alex-Schrank, sondern meine Sachen stehen auf meinem Schreibtisch, auf der Fensterbank und der Rest ist im Flur. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Video und vielleicht guckt es ja doch der eine oder andere bis zum Schluss an. Würde ich sagen, ich mache gar nicht so ein langes Intro und viel Spaß! So, hier seht ihr schon den ersten Teil meiner Schminksammlung. Das sind alles Dinge, die ich ziemlich tagtäglich benutze oder auch einfach sehr gerne angucke. Und die stehen auf meinem Schreibtisch. Wie gesagt, ich habe keinen eigenen Schminktisch. Und die stehen einfach auf der rechten Seite. Und dann würde ich sagen, hole ich die Sachen mal näher ran. Und wir gehen die mal durch. So, ich würde sagen, fangen wir mal mit dem unspektakulären Teil an. Und zwar stehen hier hinten von NYX meine Setting Sprays. Hier habe ich von Manhattan eine Eyeshadow Base. Von Belka Cosmetics den Under Eye Brightener. Hier ist mein Cabrow von Benefit. Das ist die hellste Farbe, die ich hier habe. Und hier oben ein zweiter ist mein Eyeliner, der Master Ink von Fingers. Der Wimpernkleber, den finde ich richtig gut. Und den werde ich mir auch definitiv nachkaufen. Schmeißt alles um. Einen meiner Favoriten momentan habe ich hier auch stehen, zwar den Benetine von Benefit. Und hier steht richtig random noch so ein Parfümpröbchen. Hier ist ein Teil, den ich sehr, sehr liebe. Und zwar sind hier die Heavy Metal Glitter Liner von Urban Decay in der Farbe Spandex and Glamrock. Ich swatch euch die auch mal und blende das euch hier irgendwo ein, dass das Video nicht ganz so lang wird. Vielleicht schaffe ich das. Ansonsten seht ihr sie im Nachhinein. Wenn ich das nicht schaffe, wenn ich die Skills nicht dazu habe. Und hier haben wir noch meine Stealer Liquid Eyeshadows, die ich auch beide richtig, richtig gerne mag. Und zwar sind das die Farben Next to Not and Diamond Dust. Die passen hier einfach perfekt rein. Und ja, wie gesagt, diese Ecke mag ich sehr, sehr gerne. Und hinten dran ist dann wieder ein bisschen unspektakulär. Hier habe ich einfach den Precisely My Brow von Benefit stehen. Einen weißen, einen schwarzen Kajal. Die sind beide aus der Drogerie. So ein Augenbrauenbürstchen. Und ich habe alles umgeschmissen. Von L'Oreal ein Gel zum Augenbrauensetten. Von Urban Decay eine Eyeshadow Base. Das ist irgendwie, an sich finde ich die Verpackung echt cool, aber er ist echt irgendwie unpraktisch wegen Hinstellen und Größe und machen tu. Und mein Lieblingsmascara von Maybelline, den kennt ihr wahrscheinlich jetzt auch aus genug Videos von mir. Und falls nicht, solltet ihr euch noch ein paar Videos von mir angucken. Und noch so ein Going Longer Lash Booster. Allerdings benutze ich den viel zu unregelmäßig und kann euch deswegen überhaupt nicht sagen, ob der gut ist oder nicht. Das gut ist oder nicht. Und die Aufbewahrungsbox habe ich geschenkt bekommen, deswegen kann ich leider nicht sagen, wo die her ist. Kommen wir zu dem zweiten Aufbewahrungsbox. Die ist aus dem Teddy. Ich glaube, die hat 7 Euro oder so gekostet und ich finde sie echt praktisch. Und hier auf der Seite stehen einfach alle meine Foundations. Die Catrice Liquid Coverage Foundation. In der hellsten und in der mittleren Farbe. Eine meiner Favoriten immer noch die Time Wise Foundation von Mary Kay und die von Marc Jacobs. Und weil die mir leider viel zu dunkel ist, habe ich hier noch eine weiße Foundation stehen und von Catrice so Aufhellungstropfen. Und nebendran sind eigentlich so, nur so Tools wie meine Wimpernzange, so ein Ding für Wimpern, ein Spitzer und so gesockt. Und nebendran stehen meine ganzen Concealer. Weil ich bin ein unglaublicher Concealer-Mensch. Weil Augenringe sei Dank. Und da habe ich einmal hier den von Essence, den Naked Skin von Urban Decay und den Locked Concealer von Kat Von D. Und ich muss ja sagen, bis jetzt ist der... Oh, jetzt habe ich den Haken wieder reingeschmissen. Der Locked Concealer, mein absoluter Favorit. Und hier hinten steht einfach nur noch so ein Döschen Make-up-Entferner. Und hier vorne, was vielleicht für euch auch wieder interessanter ist, habe ich hier zwei Paletten stehen mit Alltagsfarben. Die ist auf jeden Fall aus der Drogerie. Allerdings ist die hart abgegrabbelt und auch schon gefühlt uralt. Und hier von Bio, die habe ich geschenkt bekommen. Das ist eine auch mit relativ tragbar neutralen Farben. Hier seht ihr Spiegel.
Und die stehen hier, damit ich sie eigentlich im Alltag benutzen kann, beziehungsweise tagtäglich. Und bei der hätte ich gerne, dass sie auch irgendwann aufgebraucht ist. Und eben dran sind einfach einmal meine Puder. Und zwar hier mein einziges gepresstes Puder, das von Essence. Dann hier ein loses Puder zum Baken und Co. von Catrice. Und was ich auch gefühlt jeder YouTuber hat, von Laura Messier, das lose Puder, allerdings in der kleinen Größe. Und hier zwischendrin stehen noch meine zwei Lieblingshighlighter. Und zwar einmal von The Bond, das ist natürlich falsch, dumm. Der Mary Luminizer und Makeup Revolution, der Velvet Baked Highlighter, der weißliche. Und auch hier habe ich von den zwei Sachen mal wieder Swatches für euch. Und hinten dran stehen einfach meine Primer, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so spektakulär. Einmal der Coconut Primer von Marc Jacobs, der Professional von Benefit, der Master Prime von Maybelline und das First Prime Spray von X. Und hinten dran habe ich nochmal ein paar Paletten stehen. Und zwar die hier kennt ihr schon aus meinem London Haul. Das ist relativ unspektakulär, einfach eine Highlighter-Palette mit relativ groben Glitzer im Gegensatz zu dem hier vorne. Und die Shade Light-Palette von Kat Von D für Contour. Und die mag ich auch richtig, richtig gerne, die Cheek Brush von Benefit. Da sind, sieht man das? Natürlich nicht. Jetzt. Drei Blushes und zwei Bronzer drin. Und ich liebe die immer noch. Ich habe die mal geschenkt bekommen und viel Liebe. Übrigens, sorry für die mega schlechten Lichtverhältnisse. Bei uns waren Kanalarbeiten und die haben irgendwann eine Stunde erst aufgehört. Natürlich ist jetzt schon rum hier draußen. Aber reden wir nicht weiter rum und kommen zu einem Teil, den ich mit am liebsten mag. Und hier haben wir einen der schönsten Teile meiner Make-up-Sammlung. Meine Lidschattenpaletten. Bis auf die ganz großen, die sind nicht reingegangen. Und die Aufbewahrungsbox ist von Amazon. Die habe ich auch geschenkt bekommen, aber die ich mir ausgesucht. Und hier oben haben wir erstmal von Anastasia Beverly Hills die Prism Palette, die Modern Renaissance und die Subculture Palette. Das sind jetzt in der Reihenfolge Prism, Modern Renaissance und Subculture. Und ich muss auch sagen, ich finde die Pinsel stellenweise ganz gut. Und ich habe den Spleen, ich lasse meine Pinsel immer mit in den Paletten. Wie ihr seht, habe ich sogar schon einen Hit Japan. Falls ihr zu irgendwas gerne noch einen Look oder ein Video oder so sehen würdet oder gerne Swatches, schreibt mir gerne einfach. Ich komme euren Wünschen da gerne nach. Und ich finde die zwei wesentlich besser als die Subculture Palette. Dann unter den Anastasia Beverly Hills Paletten habe ich hier eine, die habe ich zum Geburtstag bekommen. Und zwar eine von Catrice, die Ultimate Chrome. Die wird dann irgendwann auch noch in meine andere Aufbewahrungsbox wandern für den Alltag. Eine echt schöne Farbe da drin. Und hier haben wir die Naked Smoky Eye Palette. Auch mal zeigen. Die habe ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen. Und das Baby hier, das kennt ihr auch aus meinem London Haul. Das ist die Electric Palette, die auch richtig, richtig, richtig schöne Farben hat. Und hier unten haben wir noch eine aus der Drogerie und zwar von Makeup Revolution. Und auch die kennt ihr aus meinem London Haul. Ich verlinke euch den gerne aber auch nochmal. Also diesen Teil meiner Schminksammlung, wie gesagt, liebe ich sehr. Ich bin ein totaler Lidschattenmensch. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem Teil, der nicht so einfach auf meinem Schreibtisch steht. Und zwar kommen wir zu den Sachen, die auf der Fensterbank stehen. Neben zwei Erdmännchen auf einem Fahrrad. Wee. Das muss sagen, ist bei mir ein bisschen unspektakulär. Ich bin irgendwie überhaupt kein Lippenproduktmensch. Deswegen sind die meisten Sachen auch schon relativ alt. Was ich wirklich gerne mag, ist hier dieser Teil. Hier habe ich einen NYX Liquid Spade und zwei aus der Cosmic Metals Reihe. Die swatche ich euch auch gerne mal. Und einen von Revolution und zwar den Loyal. Die mag ich echt gerne. Und hinten dran stehen einfach Lipglosse, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, weil sie untergesetzt waren. Also habe ich hier zwei Lipliner stehen. Und unmaßen alte Lippenstifte, die sind eigentlich alle aus der Drogerie. Hier von NYX, von Well Loop, von P2, ich glaube, die sind von hier, der ist von Essence, da bin ich mir gar nicht sicher. Und irgendwo flackt auch noch einer rum, den würde ich euch empfehlen, falls ihr rote Lippenstifte mögt, von NYX, die Farbe Snow White, die ist echt schön. Die trage ich immer als Spitzchen. Und meinen einzigen, den ich wirklich regelmäßig und gerne benutze von den Lippenstiften, ist hier von Benefit der Dareal in den Farben der Farbe Lusty Rose, weil ich finde den echt schön auf den Lippen. Der sieht so schön aus.
Und hier hinten habe ich noch einen von Revlon. Aber der Geruch, oh mein Gott, wie kam denn mal eine Marke darauf, so einen übertriebenen Geruch in ein Liquid Lipstick zu machen? Also falls euch das stört, sind die von Revlon nichts für euch. Mich stört es an sich nicht so, aber der, das ist way too much. Und wie ihr hier schon seht, stehen hier meine Pinsel und die zeige ich euch jetzt auch mal. Also, meine Pinsel sind hart unspektakulär, weil ich irgendwie gar nicht so der Pinselmensch bin tatsächlich. Hier habe ich einen Beauty Blender auf meinem Kerzenuntersetzer-Ding, wo ich meine Foundation drauf mische. Und hier noch einen von Real Techniques, der hart mitgenommen aussieht. Da brauche ich meine neuen. Aber ich finde den echt gut. Das ist eine super Alternative zu dem Beauty Blender. Hier habe ich so Augenpinsel und Pinsel, die zu klein waren für das ganze große Fach. Hier habe ich ein paar von Essence, so ein No-Name-Ding von Amazon. Von Obsession, Ebeline, Essence. Der hier ist aus einem Müller, den finde ich echt gut. Den für Blenderpinsel, der war auch nicht so teuer. Der ist dann aus dem Rossmann und ja, ist nicht so spannend. Das Aufbewahrungsböckchen habe ich übrigens beschenkt bekommen. Das weiß ich nicht, wo es her ist, aber das hier für die Lippen, das ist auch aus dem Teddy. Spektakulär. Hier ist ein Kamm drin von Obsession Pinsel, zum Beispiel von meinem Puder. Hier den Blush Brush von, da steht leider keine Marke drauf, das kann ich nicht sagen, aber das ist aus dem Karstadt und ich finde den richtig gut. Von Real Techniques noch ein Foundation Pinsel, also ein billig Foundation Pinsel. Mein Bronzer Pinsel ist von Ebeline und der hier ist aus dem Rossmann, den nehme ich immer für meine Kontur. Und außerdem habe ich hier noch von zu Eva, das nenne ich auch noch nicht so lange mein eigen, ein wunderschönes Set für Augen. Also so Blenderpinsel verschiedene, aber auch so für präzisere Arbeiten. Und können wir bitte drüber gehen, wie schön die einfach sind? Ich meine, are you beautiful? Ich verstehe auch nicht, warum manche ein Käppchen haben, manche nicht. Ich habe noch keinen richtigen Platz für die, deswegen bleiben die erstmal in ihrer Verpackung. Und mal schauen, was ich danach damit mache. Tada, der Großteil meines restlichen Make-ups ist in diesem, das ist eigentlich so ein Ding, wo man so Nähmaterial drin aufbewahren kann. Aber ich habe das umfunktioniert für Make-up. Und das kann man quasi einfach so ausklappen. Tada! Und das gehen wir jetzt mal zusammen durch. So, kommen wir mal zu unserem ersten Türchen. Und zwar habe ich hier einmal zum Beispiel meine farbigen Kontaktlinsen von UNESCO. Und hier zwei MAC Paint Pots, einmal Soft Ocre und einmal irgendwas anderes. Hier habe ich zwei Crystal Pigments von Gravelle Young, die sind richtig schön, gerade zum Beispiel als Highlighter. Verwende ich die sehr gerne für so Fantasy Looks. Hier meine Eyeshadow Base von NYX, die ist weiß. Und hier habe ich noch von Catrice so ein Liquid Camouflage. Das kennt ihr vielleicht aus meinem Schneewittchen, also meinem vergifteten Schneewittchen. Ich benutze das gar nicht so zur Korrektur, sondern mehr so als Farbe. Und hier habe ich so einen von Essence, einen Prismatic Highlighter Stick. Und der ist so schön auf der Hand und geswatcht. Guckt euch das bitte mal an. Meine Hand ist unscharf, aber guckt euch das bitte mal an. Aber ich kann mit dem eben nicht arbeiten. Ich schiebe meine Foundation dann nur hin und her. Falls ihn jemand von euch hat, schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr das regelt. Macht ihr den unter der Foundation drauf oder... Weil es ist so, finde ich ihn echt schade, wenn ich ihn nicht benutzen könnte. Und hier habe ich noch zwei Gel-Eyeliner liegen. Der ist von Maybelline, der ist von P2. Und hier habe ich noch von Gravelle Young so ein Augenbrauen-Gel, wenn ich dunklere Charaktere mache. Und das war schon das erste Fächlein. Und kommen wir mal zu einer zweiten. Dieses Fach gehört mit zu meinen Lieblingen. Und zwar aus diesem kühlen Grunde hier. Und zwar sind das alle möglichen NYX-Liner. Ein weißer hier, so ein lilaner Vivid Bright. Und auch die hier habe ich euch jetzt wirklich schon oft in die Kamera gehalten. Das sind die Aqualiner und die sind so schön. Und von den fünf zeige ich euch auch nochmal Swatches. Und nebendran sind von Essence. So, dass die Idee finde ich mega, aber die Umsetzung weiß ich noch nicht so genau. Seht ihr das? Damit sollte man seine Augenbrauen und seine Wimpern einfärben können. Und gerade so für die unteren Wimpern. Also Fantasy-Looks, wenn es wirklich funktionieren würde, wäre der Hammer. Also den hier hatte ich an der FBM verwendet und es sah einfach aus, als ob ich braune Augenbrauen hätte. Deswegen muss ich mich da noch ein bisschen durchtesten. Und hier habe ich noch einen Eyeliner von Benefit. Allerdings, ich meine, ich kriege ihn schon nicht auf. Look at these. Was ist ein scharfer? Was ist
ist das bitte? Also, nee, ich mag die Marke Benefit, wie ihr gemerkt habt, sehr gerne, aber nein, einfach nein. Und die Sachen liegen übrigens auf so einem Pappdeckel, deswegen sind die so schön so ausgerichtet. Nebendran habe ich hier noch von Manhattan so ein Liquid Eyeshadow, den nehme ich ganz gerne manchmal als Base oder auch so für Fantasy Looks. Und hier hinten sind, haha, ist gut, wenn man die Hand davor hält. Und so alle möglichen Mascaras in eher untragbaren Farben, also blau, lila, gold, was man so brauchen könnte für Make-up. Und das waren schon die oberen zwei. Und dann würde ich sagen, fahren wir den ganzen Spaß doch mal aus. Hier, das ist ein relativ unspektakuläres Fach, das ist einfach mein Backup-Fach. Unbenutzte Wimpern, Parfümpröbchen, ja, einfach Foundation, Sachen, die ich nur zweimal gekauft habe, damit der Versand günstiger ist. So Dinger, die so Wasser aufsaugen. Also ich denke, die Schublade ist nicht ganz so spannend. Da sind halt einfach alle möglichen Backups für mich drin, falls irgendwas leer wird. Und zwar haben wir hier so eine Douglas Beauty Karte zum Hautscannen. Das sind so, das, ich weiß auch nicht. Das war bei Sephora als Probe dabei. Hier von Revelle de Young. Ach, ist auch schon uralt, so ein Vierer-Set. Das benutze ich hin und wieder. Ja, hin und wieder mal. Auch wieder so ein, dass es nicht nass wird, Ding. Und von Essence diese All About Matte Oil Control Paper. Ja, also ich finde, die werden ja relativ angepriesen. Ich weiß nicht, ob ich das berechtigt finde. Und hier habe ich noch einen Blush und einen Bronzer. Die haben allerdings unglaublich Schmackes. Mit denen muss man so aufpassen. Und hier sind auch so stark Glitzerpigmente drin. Die sind von Boulevard. Und ich weiß nicht, ist auch nicht so meine Marke. Aber ich habe sie so für Cosplay-Make-ups mal behalten, weil dafür sind sie ganz gut. Und hier ist noch von Essence der Swirling Highlighter. Der ist an sich ganz schön, wenn man es dezent mag. Ja, aber für mich ist er nichts momentan. Vielleicht jetzt im Winter dann im Alltag, also so im Alltag oder so. Und dann kommen wir schon. Jetzt muss ich mir, Moment, ich muss die Kamera neu einrichten. Das ist ja dieses Ding voll in dem Weg. Ich weiß nicht, wie ich es filmen soll, dass ihr das gut seht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier unten im untersten Fach sind meine Wimpern. Und zwar von House of Lashes, die Iconic, und die Boudoir Lashes. Die mag ich sehr, sehr gerne. Die kennt ihr wahrscheinlich auch aus schon Unmassen Videos. Ich verlinke euch aber gerne mal noch eins in dem i, wo ich die verwende. Hier sind welche aus dem Internet oder hier so günstige. Hier hinten sind tatsächlich auch noch welche aus dem Teddy, die ich stellenweise ganz gerne benutzt habe früher. Und auch hier sind noch mehr Wimpern. Auch ein Wimpernkleber. Ich mag den von Duo nicht so gerne wie den von Fingers, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch hier sind, nee, sind jetzt eingeklemmt, noch mehr Wimpern, so Palettenwimpern, sag ich jetzt mal, von Revolution und aus dem Internet. Und kann ich das jetzt einfach so hier rüberschieben? Funktioniert das? Ist das scharf? Ich stelle es nochmal scharf. Genau da. Ja, haha. Und zwar habe ich hier einen ganzen Glitzerturm von Lip Cosmetics. Da sind richtig, richtig schöne Farben dabei. Ich mag die Marke sehr gerne. Und ich arbeite sehr gerne mit denen. Von denen ist auch passend hier der Kleber, der hier liegt. Und das sind alles Farben, die habe ich irgendwann ganz am Anfang mal stecke. Das ist auch kosmetischer Glitzer. Allerdings verwende ich den nicht ganz so gerne. Und hier ist noch so ein Ding von Wet n Wild. Das ist eigentlich so ein Lidschatten. Aber also ich finde ihn sehr fettig, sehr speckig und sehr klebrig. Deswegen benutze ich den nicht so gerne. Ja, und das war schon ein Teil meiner normalen Make-up-Sammlung. Jetzt habe ich noch einen Tower für euch, in dem unter anderem meine Paletten sind und vor allem Special Effects Sachen, die ich dafür brauche. Oder allgemein für meine Horrorlooks. Also bleibt gerne an, wenn euch das interessiert. Und wir befinden uns back auf der Fensterbank. In diesem Ding, das ist vom Rewe, habe ich eigentlich alles, was Make-up angeht, für mein Special Effects Zeug. Und da hole ich euch jetzt mal näher ran und wir gucken uns die Schubladen noch ein bisschen an. Entschuldigt den Vorhang, das ist Attention-Vorhang, der will unbedingt mit ins Bild. Und zwar habe ich oben auf einfach eine Bürste, Abschminktücher und Desinfektionstücher liegen. Und hier habe ich noch ein Desinfektionsspray, davon habe ich mehrere überall verteilt. Ich desinfiziere mein Make-up nämlich sehr, sehr regelmäßig. Ich könnte mich quasi Desinfektionsgirl nennen. Ich muss immer alles desinfizieren. Und hier ist noch so ein mit Spiegel und Bürstchen. Das liegt quasi einfach oben drauf.
Und dann kommen wir mal zur ersten Schublade. So, das ist das erste Schublädchen und wie ihr seht, ist hier zum Beispiel von Farbstark weiße Farbe drin. Ich persönlich finde die nicht so gut, ich würde mir die nicht mehr nachkaufen, aber es gibt viele, die auf diese Farben schwören. Hier so ein Ding aus der Drogerie, das ist Monsterhaut. Hier vorne liegt noch Modellierwachs. Ist gar nicht scharf, ne? Modellierwachs. Und wieder so Nassdinger. Hier habe ich so Blutpass und hier eine ganz merkwürdige Farbe, aber gut, man weiß ja nie. Und hier vorne liegt noch ein ganz einfacher schwarzer matter Lidschatten. Meiner ist in dem Fall von Catrice. Und dann kommen wir mal hier zu dem Ding. Diese Böckschen, die sind auch aus dem Teddy. Ich gebe richtig viel Geld für meine Make-up ausgeben, wie ihr seht. Hier haben wir nämlich zum Beispiel einmal Mustaches rumliegen in ein paar Dingern. Hier haben wir so einen Jumbo-Pencil, den geht aus 100 meiner Videos mittlerweile, wo es um Special-Effects-Zeug oder Fantasy-Make-up geht. Der ist von Revalian. Hier von Essence ein Liquid Lipstick in schwarz. Der hier ist von, das ist ein roter Lippenstift. Ich weiß nie so genau. Den habe ich auf jeden Fall kaputt gemacht. Und den nehme ich gerne für solche Looks, weil er einfach eine schöne rote Farbe hat. Und hier habe ich noch zwei schwarze normale Lippenstifte, die sich auch immer sehr gut für sowas eignen. Und hier hinten haben mich noch ein paar wasseraktivierte Farben. Von Eulenspiegel, Weiß, Grau und Blau. Die ich für verschiedene Cosplays mal über die Zeit gebraucht habe. Und jetzt zum Aufbau kommen würde. Und blöd, zweite Schublade. Hier habe ich einmal von Essence. Das ist aus diesem Beautiful Nights LE. Einfach so eine Palette mit Schwarz, Grau und Weiß. Dachte ich mir, ist nie verkehrt, sowas zu haben. Hier sind so Schwämmchen. Aus diesem lustigen Art. Unserem Texturschwämmchen. Das sind Cremefarben, die nicht so krass pigmentiert sind, sage ich jetzt mal. Aber auch wasseraktivierten Farben, finde ich, arbeitet sich immer ganz gut mit Cremefarben. Die sind tatsächlich einfach aus dem Teddy. Und hier unten haben wir noch eine wasseraktivierte Palette von Kryolan. Die habe ich auch zum Geburtstag jetzt bekommen. Wie ihr seht, ich war sehr brav. Und wie ihr seht, es ist echt mega schwer, diese Paletten sauber zu halten. Und mit der wird auf jeden Fall auch noch ein Make-up-Tutorial kommen. Oder ein Look, oder ein Get-Ready-Me-Video, oder oh Gott. Wahrscheinlich hört ihr mich gar nicht, weil ich jetzt verlaut bin. Und hier habe ich noch alle möglichen Pinsel, die ich eher selten benutze. Die restlichen aus dem Fräulein 38-Set. Und das ist ein uraltes Set von Amazon oder eBay. Aber so fürs so Horrorzeug, finde ich, eignet sich das immer ganz gut. Weil dann macht man sich seinen Pinsel dreckig. Und hier ist noch so ein, eigentlich, glaube ich, ein Bronzehaarpinsel von Tweezerman. Aber ich finde den kacke. Der ist einfach kacke. Fühlt sich so eklig an. Ich habe den einmal gewaschen. Der fühlt sich jetzt zum Beispiel an. Und hier sind noch diese komischen Applikatoren. Von Evelyn. Ja, das war auch diese Schublade. Jetzt habt ihr es auch gleich geschafft. Wir haben noch eine Schublade und noch ein Köpfchen. Und dann haben wir es geschafft. In der untersten Schublade hier sind einfach nochmal drei Lidschattenpaletten. Zwei in diesem Stil, also nicht genau die von Melly, sondern noch eine andere mit so ganz vielen Farben drin. Wie ihr wisst, benutze ich diese Rottöne immer unglaublich gerne für mein Horrorzeug. Und von BH Cosmetics die Club Tropicana Palette, die ich zum Beispiel für mein Luigi Make-up damals benutzt habe. Und die haben nicht sonst irgendwo reingepasst. Deswegen sind die hier drin, weil if it fits, it fits. Ich meine, wie gut passt das bitte? Und jetzt hole ich euch noch aus dem Flur, das ist nämlich in unserem Sideboard, ein kleines Kästchen mit meinem restlichen Special-Effekt-Zeug. Horrorkram, Prosthetics, Grüns. Und das zeige ich euch jetzt auf meinem Schreibtisch. Tada, der letzte Teil der Make-up-Aufbewahrung. Das Video ist unglaublich lang geworden. Das tut mir sehr, sehr leid. Und das ist jetzt auch mehr was für Leute, die gerne Halloween-Sachen schminken, Horror-Sachen, Fantasy-Zeug, Cosplayer und so weiter. Hier haben wir einfach mal so ein Großpack Wattebällchen. Ich denke, das ist jetzt nicht so übermaßen spektakulär. Und ein ganzer Beutel Gelatine. Ja, ich bewahre meine Gelatine im Flur auf, in einem Sideboard und nicht in der Küche, weil ich möchte, dass sie da ist, wenn ich sie brauche. Ja, ich habe hier von Dr. Oetker, aber ich habe auch so billig Gelatine für einen Ruf. Also ihr müsst gar nicht quasi die High-End-Gelatine nehmen, sondern ihr könnt auch günstige Alternativen nehmen. Nehmt keine Sofort-Gelatine, das ist nicht gut.
Und zum Thema Gelatine hier hinten habe ich auch noch so ein Großding Glycerin stehen, wo ich gleich mal das Messbecherchen zu kaputt gemacht habe, als es ankam. Einfach, dass man Special Effect Gelatine mischen kann. Und hier oben, was war drin? Ah, in der Tüte ist ein Prosthetic-Teil von der Konichi, falls ihr da meinen Blog gesehen habt. Falls nicht, verlinke ich ihn euch. Hier steckt an der Seite, das ist auch noch nicht so lange, Polymorph-Plastik. Dazu wird es auch irgendwann ein Video geben, aber ich denke, wenn es euch geht wie mir, seid ihr jetzt erstmal umhin mit Horror-Special-Effects und Halloween-Tutorials. Deswegen Ende des Monats, nächsten Monat, irgendwann, wenn sich das alles wieder ein bisschen gesetzt hat. Außerdem habe ich hier Latex, zwei Packen stehen, der einen haben wir schon gut benutzt. Dann hier hinten mein Kunstblut von horrorshop.com. Wie gesagt, ich finde es nicht optimal, aber noch, ja, wird noch ein bisschen benutzt. Hier habe ich noch, das sieht ein bisschen aus wie Marmelade. Fake Blut, ich glaube, das ist aus dem DM oder so. Ich weiß nicht, es hat eine ganz witzige Konsistenz. Ich glaube, es hat nicht zu viele von erwarten. Und hier habe ich gleich noch zwei Pöttchen Vaseline aus dem Rossmann stehen. Hier, das ist ein Set zum so ein Scalping-Set, vielleicht hätte ich erst die Knete hinhalten sollen. Das ist von Amazon für diese Art von Knete und da sind noch meine Pocken von Snow White drin. Ja. Das ist nicht lufttrockene Knete, sprich, die könnt ihr immer weiter verwenden. Und dafür ist dieses Toolset, damit ihr das gut bearbeiten könnt. Oder beziehungsweise damit ich das gut bearbeiten kann. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, für euch war meine Make-up-Aufbewahrung ein bisschen wenigstens spannend. Hat mal ein bisschen was mitgenommen. Und falls ihr noch Fragen, Wünsche, Äußerungen, Swatch-Wünsche zu irgendwas habt, dann schreibt es mir mega gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.